Morgen! Heute gibt es ein Follow Me Around. Und zwar ist heute Samstag und wir fahren jetzt gleich nach Darmstadt. Und zwar zu meiner Cousine und zu ihrem Freund. Die sind nämlich ausgewandert tatsächlich. Also er, der Freund, den kennt ihr wahrscheinlich aus meinem Fashion Snippet. Das war nämlich er, der da mitgespielt hat. Er ist jetzt fertig, er hat seinen Master gemacht und ist jetzt Bauingenieur und hat einen Job bekommen in Darmstadt. Sehr, sehr schön. Und sie macht jetzt ihren Master in Darmstadt. Und ja, jetzt sind sie ausgewandert sozusagen, wollen hier für immer bleiben und haben eine schnuckelige Wohnung gefunden. Die zweite Cousine ist auch auf dem Weg, auch für immer hierher zu kommen. Und ich finde es einfach nur fabelhaft und mutig und ja, schön, wenn man so seinen Traum lebt. Also wenn man nicht immer nur daher schwätzt und immer nur erzählt, was man machen möchte und bla, und irgendwie tut man es halt nicht. Und ja, sie haben es jetzt einfach getan und riskiert und gucken jetzt mal, wie es läuft. Und jetzt muss ich noch ein bisschen was zusammenpacken, also nicht viel, weil wir bleiben ja nur eine Nacht. Und gefrühstückt haben wir gerade und geschminkt bin ich schon, aber heute ist es mir echt nicht gelungen. Ich finde es furchtbar. Ich bin so kurz davor, mich wieder abzuschminken, weil ich es einfach nur schrecklich finde. Aber ja, es gibt solche Tage. Außerdem bin ich gestern Abend von einem Moskito dreimal gestochen worden. Einmal hier und einmal auf der Wade. Und ich sehe hier aus, als hätte ich so, ne, aufs Maul bekommen. Aber nein, habe ich nicht. We're on the road! Yes! Wir sind auf dem Weg nach Darmstadt und schaut mal da hinten noch die restlichen Sachen, die wir mitnehmen für die Herrschaften. Einmal ein Fahrrad und einmal Geschenke. Genau. Was gibt's noch zu sagen? Nichts. Wir sind richtig langweilig. Wir reden auch nicht miteinander. Schweigen uns an. Wir nicken nur oder halt auch nicht. Ja. So ist es halt, nach über 5 Jahren hat man sich irgendwann gar nichts mehr zu sagen. Nicht wahr? Nein! Es wäre schlimm, wenn es so wäre, ja? Ja. Immer schön miteinander sprechen. Wir Frauen reden ja immer eh voll viel und die Männer hören ja nicht zu. Aber egal, Hauptsache wir reden. Wo sind wir hier? Hier, wo sind wir hier? Nein, ich da. Wir sind bei den Auswanderern angekommen. Juhu! Ja, wir gehen jetzt was essen und ein bisschen in die Stadt und mal gucken, was uns Darmstadt so bieten kann. Ich bin sehr gespannt. Ich war noch nie in Darmstadt. Kommt irgendjemand von euch aus Darmstadt? Ja, sag mal Bescheid, was man hier so machen kann. Denn ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass ich hier war. Und schaut mal hier hinten, seht ihr das? Hier ist richtig cool gelöst. Hier so ein offenen Kleiderschrank. Und ja, sieht so ein bisschen aus wie bei mir daheim. Total schön. So, da ist der Daniel. Guck mal, das war der Herr im Fashion Snippet, der gerannt ist. Ja, weil so viele dachten, das sei Mr. Perfect. No, no, that's not Mr. Perfect. That's Daniel. Yes. Guckt sie euch mal an, die gehen einfach ohne mich raus. Interessiert sie nicht, dass ich hier bin. Danke. Pardon, pardon. Ich hab mich vergessen. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken and Pizza Hut. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken and Pizza Hut. Oh mein Gott. Ja, wir gehen jetzt essen. McDonald's. Louis. Louis, du hast da. Aus. Kartons, genau. Das ist meine wunderschöne Cousine. Hallo. Naila. Guck mal, die hat voll die coole Tasche. Wo hast du die gekauft? In Bosnien. Oh, nice. Sehr günstig. Ja, das glaube ich. Louis ist auch am Start. Im McDonald's war ich so hungrig, dass ich vergessen habe zu filmen. Hä? Wir sind im Aldi. Ja, und sie ist immer noch hier. Ja, und ich gehe nicht weg. Nein, du bist nicht weg und ich auch nicht. Morgen vielleicht. Nein. So. Oh, guck mal, da gibt es Foliengeschenktüten. Ideal für Süßigkeiten, Kekse und Pralinen. Das ist übrigens Mr. Perfect, der hier die ganze Zeit so dumme Geräusche von sich gibt. Hey.
so, ich suche jetzt Dinge, die ich im Aldi nicht gefunden habe, wie Lebensmittelfarbe und süßen Senf. Es ist komisch, sich zu filmen, wenn man alleine ist. Alle klopfen. Good food in the making. Ranetissi, cioce, chiomona. Wir müssen auf Deutsch sprechen oder auf Englisch, sonst verstehen meine Zuschauer nichts. Besser für dem. Nee, warum? Darum. Darum. Na gut. Und Sie, Madame, machen was genau? Ich säubere die Karotten. Oh, ah. Karotten. Bin mir nicht sicher, dass ich es richtig mache, aber ja. Ich glaube schon. Es wird schmecken. Das sieht gut aus. Auf jeden Fall. Hier sind Kartoffeln. Ja. Ich habe Naila vorhin gefragt, was machst du denn mit so vielen Kartoffeln? Und dann hat sie gesagt, Kartoffeln? Nee, du hast gefragt. Was bereitest du mit den Kartoffeln zu? Ja, Kartoffeln. Kartoffeln. Gut. Nein. Und du hast hier alles unter Kontrolle, gell? Ein kleiner Mister. Du hast alles unter Kontrolle. Und möchte der Louis ein Stück Karotte haben? Ja. Oh. Gesund. Karotte? Du musst schon zu Naila gehen, nicht zu mir. was kriegt der Louis jetzt? Oh, ist das lecker? Smell it. I'm scared. You don't have to be. Du musst die Karotten essen und nicht auf dem Boden verteilen. Acht Jahre lang Ausbildung zum Karottenschneiden? Ja. Sehr gut. Das sieht man doch. Ja. Nicht der Klügste. Ready? Steady. Go. So, um euch mal zu proven, dass wir alle ein wenig UK-obsessed sind, das waren unsere Einweihungsgeschenke für meine Cousine. Hier hatten wir einmal ein Bild zum Aufhängen, ein Mikrofasertuch, Glasuntersetzer, Keramikplatte für heiße Töpfe und eine Dose, in die man wahlweise British Tea reintun kann, After Eight oder aber Pasta. Ja. Ah! Ich werde hier gedemütigt. So, und um euch nochmal zu proven, hier unten befindet sich noch ein Koffer, der nicht von uns stammt. Guck mal, wie schön der ist. Oh, guck, mein Rock passt dazu. Ach, ist das nicht einfach nur Schicksal? Das ist Schicksal. Und das sind unsere Cupcakes und die können wir jetzt reintun. Fokussiere! Fokussiere! Ja, jetzt ist fokussiert. Also, unsere Cupcakes, wie ihr sehen könnt, befinden sich im Kühlschrank, denn das Frosting ist dieses Mal überhaupt nicht gelungen. Also das war viel zu flüssig. Ich glaube, das lag einfach daran, weil der Frischkäse und so nicht genug im Kühlschrank war. Aber ja, also wir haben hier einmal Oreo und hinten ja, ganz normale. Und wir hatten auch nicht diese Sternentülle. Ja, aber egal, die schmecken trotzdem gut. Ich vlogge aus dem Kühlschrank. Miss Cupcake. Was sagen Sie zu unserem Kunstwerk? Ja, nicht gut, aber bestimmt lecker. Bestimmt, ganz bestimmt lecker, ja. Hallo, hallo Bibi, hallo. Bibi, Bibi, bist du Bibi? Bist du Bibi? Bist du Bibi? Die Mama ist Bibi? Ja. Ja, die Mama ist Bibi. Hier beenden wir das Video, oder? Ja. Denn
Wir sind müde. Sehr müde. Und vollgefressen. Und wir werden uns noch einen Cupcake gönnen. Wir müssen ja probieren. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also zwei. Ja. Eins mit Oreo. Ja. Ohne den Geschmack. Ja. Bis zum nächsten Vlog. Tschüss.